Gib nochmal laut, bitte. Bisschen weniger Christoph für Rainer, bitte. Nochmal Christoph. Danke sehr, alles klar. So, wir können ein Stück zusammen einstimmen. Wollen wir das machen? Einer Spruch von dem eben angespielten Stück Musik. Du bist schöner als die Sonne, schöner als der Mond. Ich hätte schon seit Jahren dir so gerne beigewohnt. Aber heute Abend kriege ich dich um. Ich tu dir in dein Essen ein Aphrodisiakum. Ich habe alles arrangiert. Bei Kerzenlicht und Wein sinnlich und romantisch soll dieser Abend sein. Heute Abend ist es soweit. Heute beginnt die Zeit der Zärtlichkeit. Heute Abend wird es geschehen, und ich weiß, es wird so wunderschön. Rolf, Millimeter mehr Gitarre für Rainer, damit sind wir froh. Ich würde mich umziehen wollen. Dankeschön. Okay. Dunana wa nika na oku waka tsaka na waka ala yonu wa wis nibi omina na frenchinsen. Ja. Dennis? Ja? 28 mal ganz kurz. So. Jetzt kommt er auch mal zur Geltung. In Breitbild. Und wie gesagt, Nebenmaschinen lassen wir nicht mehr machen. Sowas muss ich, wenn man eine Band anmoderiert, ein bisschen zurückhalten. Kann ich leider bei Ganz schön Feist überhaupt nicht, denn ich bin ein großer Ganz schön Feist-Fan, man möge mir das jetzt nachsehen. Und zwar verbindet man ja immer mit bestimmten Lebenssituationen bestimmte Musik. Und bei mir kam mein erstes Ganz schön Feist-Erlebnis zusammen mit einem Wohnortwechsel. Und ich zog also in die Nähe von Köln und hörte in Köln an einem Abend plötzlich Du willst immer nur und den Rest kennen Sie ja. Und das war für mich dann der Song für die nächsten 2 Jahre. Und ich habe wirklich darunter gelitten. Ich kann das nachempfinden. Inzwischen sind sie vielleicht auch südlich des Weißwurst-Äquators etwas bekannter geworden. Für uns damals in der Kölner Gegend war auf die Frage Ganz schön Feist schon mal gehört, immer ein Ja zu hören. Es sind inzwischen Christoph Jess und immer noch Rainer Schacht und C. Ich habe ihn gerade eben darauf angesprochen, Sie werden es gleich merken. Seine Haarpracht ist von hinnen verschwunden. Wahrscheinlich wollte er sich seinen beiden Kollegen etwas angleichen und nicht mit seiner Mähne hervorstechen. Sie werden jetzt hier präsentieren Altes und Bekanntes und auch Neues aus der Platte, die dieses Jahr veröffentlicht wird. Und wäre schön, wenn Sie auch etwas südlicher bekannt würden. Um das zu verändern, können Sie sie buchen an Messestand 2.10.27. Und nun Bühne frei für Ganz schön Feist. Dum bum, dum bum bum, dum bum, dum bum, dum.
geht's so? Krank geht's ja. Wie geht's und geht's so? Wie geht's und geht's so? Krank geht's ja. Wie geht's und geht's so? Wie geht's und geht's so? Krank geht's ja. Wie geht's und geht's so? Wie geht's und geht's so? Krank geht's ja. Wie geht's und geht's so? Und sonst ist alles fit im Schritt. Klar, ist alles hart am Start. Yo, ist alles weich am Deich. Hey, ist alles im grünen Bereich. Und selbst, oh geht's so, dann geht's ja. Und selbst, oh geht's so. Und selbst, oh geht's so, dann geht's ja. Und selbst, oh geht's so. Was machst du? Frag nicht. Was treibst du? Was machst du? Frag nicht. Was machst du? Frag nicht. Was treibst du? Was machst du? Frag nicht. Na das, was man halt so treibt, man muss ja zusehen, wo man bleibt. Ja, ja, wem sagst du das? Heute ist ja auch nichts mehr Verlass. Ich muss jetzt. Man sieht sich, wir sehen uns. Ich muss jetzt. Man sieht sich. Ich muss jetzt. Man sieht sich, wir sehen uns. Ich muss jetzt. Man sieht sich. Grüß mal, wen denn? Du weißt schon. Nö. Grüß mal, wen denn? Grüß mal, wen denn? Du weißt schon. Grüß mal, wen denn? Hau rein, bleib sauber. Ist denn? Hau rein, bleib sauber. Hau rein, bleib sauber. Ist denn? Ich weiß nicht, woher ich den kenne. Ja, Tag, wir freuen uns total doll, euch heute Nachmittag hier begrüßen zu dürfen zu dieser für uns etwas ungewöhnlichen Auftrittszeit. Nun, ihr seid schon 3 Tage hier, habt viel gehört, viel gesehen und sind wir doch mal ehrlich, ihr wollt nach Hause. Wir auch. Gut, und deswegen möchten wir jetzt hier nicht unnötig die Zeit zerlabern. Nur so viel sei gesagt, die meisten Sachen, die wir hier so von uns geben, die sind an den Haaren herbeigezogen. Die haben wir uns einfach so ausgedacht, aber die folgende Sache, die ist genauso passiert. Schade, jetzt war ich gerade da. Stecke mein Designerhemd in meine Hose. Ah, ich liebe es zu jagen und ich fühle mich wie ein Tiger. Und je schwieriger die Jagd, desto lieber. Plötzlich steht sie auf, kommt auf mich zu und setzt sich hin, legt ihre Hand auf meine Schulter und fragt mich, wer ich bin. Und ich sag, Und ich sag, Sie sagt, okay. Tja, ist dumm gelaufen, aber ist mir auch ganz lieb. Denn die war ja sowieso nicht so ganz mein Typ. Ich mag es nun mal nicht, wenn man mich aufreißen will. Denn ich bin doch der Tiger, wo bleibt denn da der Stil? Oh, ich lass mich nicht ermutigen, die Nacht ist noch lang. Da treffen mich die Blicke von einem fremden Mann. Er lächelt und dann setzt er sich ganz einfach zu mir hin. Und dann sagt er mir auch noch, wie süß ich doch bin. Und ich sag, Und er sagt, Und ich sag, Er sagt, okay. Also gut, ich nehme es keinem übel. Ich weiß es selbst, ich bin nochmal ein rattenscharfer Dübel. Ich bin der Tiger im Designerhemd. Und dann habe ich so circa 13 Bier gestemmt. Ich bin aufgewacht am nächsten Morgen und war nicht allein. Ich spürte eine raue Hand und ein behaartes Bein. Dann hörte ich eine Männerstimme und die sagt zu mir, hey, die letzte Nacht war wirklich schön mit dir. Und ich sag, Und er sagt, Und ich sag, Er sagt, okay. Und ich sag, Und er sagt, Und ich sag, Er sagt, okay, ich geh.